David fragt Pete Smeed, wer von euch wäre der beste Präsident? Das ist doch klar. Also, gibt's ja überhaupt keine Widerrede. Weißt du? Wahrscheinlich wird Peter eh vorgeschlagen. Ja? Aber der labert nur. Er labert nur. Lass den labern, labern, labern. Ich bin der, der alles umsetzt. Ich bin euer Mann. Wählt Jay. Ich glaube tatsächlich Peter. Der wäre hart, aber gerecht. Alle anderen halte ich... Oh Gott, Johnny. Oh Gott. Nee, bloß nicht Jay. Der als allerletztes. Und ansonsten, nee, die anderen beiden auch nicht. Peter. Ich wäre wahrscheinlich ein Scheißpräsident. Und ich glaube, der beste Präsident wäre Christian, weil der so eine gewisse Ruhe hat. Ich glaube ganz fest daran, dass Peter der beste Präsident wäre, weil Peter einfach so ein schön neutraler Mensch ist, der sich genauso politisch ausdrücken kann und es auch so meint, wie man es eigentlich von einem Präsidenten erwarten würde. Nicht so wie Donald Trump, der so ein loses Mundwerk hat wie Jay zum Beispiel. Oder wie Bram. Ich glaube, da wäre Peter echt prädestiniert für und wäre so eine zweite Angela Merkel. This guy.